Die Schreibtischleuchte EB27 von Edouard Wilfried Bouquet stammt im Ursprung aus den 20er Jahren. Seit 1927 sind die einzigartigen Gelenke in Paris patentiert. Die Bremer Firma Technolumen führt die lange Tradition dieser hochwertigen Silberleuchte seit 1982 fort und sorgt für eine sehr originalgetreue Herstellung der Tischleuchte, die in großen Teilen handgefertigt wird. Was macht die EB27 so einzigartig? Welcher Produktionsaufwand steckt in dieser Leuchte? Wir zeigen Ihnen, wie in traditioneller Handwerkskunst jede Lampe aufwendig hergestellt und so zu einem Unikat wird. Zu Beginn wird eine Messingplatte zugeschnitten und präzise in eine runde Form gebracht. Hieraus entsteht der Reflektor der Bouquet-Leuchte durch das sogenannte Metalldrückverfahren. Dieser Teil der Fertigung des Herzstücks der EB27 läuft in einem mehrstufigen Verfahren ab. Zuerst wird die Messingplatte mit einem Drückstahl zu einem Hohlkörper geformt. Dieser wird mehrfach geglüht und kann so in die perfekte Form gebracht werden. Parallel werden das Gestänge, die Gelenke und die Gewichte gefertigt. Nach dem Sägen der Gestängerohre werden die verschiedenen Teile mit höchster Präzision an die Gelenke gelötet. Der gesamte Prozess wird in Handarbeit von gelernten Silberschmieden ausgeführt. Es wird gefeilt, gesägt und gebohrt. Danach werden alle Gestänge mehrfach geschliffen und poliert. Hauptaugenmerk liegt auf dem Reflektor, der nach verpackter Zwischenlagerung wie alle anderen Teile im galvanischen Verfahren versilbert wird. Nachdem der Vorgang der Oberflächenbeschichtung abgeschlossen ist, werden alle Teile bei Technolumen aufwendig zusammengesetzt. Per Hand wird die Elektrifizierung vorgenommen und nach der Montage die EB27 einer genauen elektrotechnischen Prüfung unterzogen. Ein besonderes Merkmal der Lampe, die Austarierung der Gewichte, die gemeinsam mit den patentierten Gelenken dafür sorgen, dass die Leuchte flexibel in allen möglichen Positionen ausharren kann. Um dem hohen Qualitätsanspruch Technolumens gerecht zu werden, wird jede Leuchte vor dem Verpacken dreifach geprüft. Die Schreibtischleuchte EB27 von Edouard Wilfried Bouquet. Exklusives und funktionales Design. Eine stilvolle Tradition.